Oh, das sieht geil aus. Hey Leute, Geonox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier im Nox Studio und ich zeige euch heute die Ares M60. An dieser Stelle vielen Dank an Sniper Airsoft Supply, die mir das Paket zugeschickt haben und mir die Airsoft zur Verfügung stellen, damit ich sie euch zeigen kann. Und so sieht die Verpackung von außen aus, ein ganz schlichter Karton. Hier unten haben wir ein Bild von der M60. So sieht das Ganze ein bisschen näher aus. Dann machen wir das Ganze mal auf und so sieht der Karton offen aus. Wir haben hier einmal eine Gebrauchsanleitung, da steht Ares MG005. Wir haben hier Dummy-Patronen, ich hole die hier mal raus. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So von dieser Seite. Und so von dieser Seite, so von hinten. Als nächstes haben wir hier ein Boxmag. Das sieht so aus. Das ist aus Kunststoff. Das hier ist aus Metall. Und hier sind noch Schrauben. Die sind auch aus Metall. Befüllen geht ganz einfach. Hier aufklappen. Und da kann man auch reingucken, da kommt ein Kabel raus und hier kommen die Bibis einfach rein. Einfach reinfüllen. In dieses Boxmagazin passen 4000 Schuss rein. 4000 Schuss, das ist extrem viel. Und da ist ein kleiner Schalter, da kann man das Ganze an- und ausschalten. Später zeige ich euch beim M60 noch, wie man den Akku anschließt. Und da, wo man den Akku anschließt, da wird auch das hier angeschlossen. Und hierbei handelt es sich um ein Auto-Winding-Boxmag. Bedeutet, jedes Mal, wenn man schießt, wird hier weiter aufgezogen. Und beim Testen ist uns aufgefallen, dass das Boxmag das Auto-Winden gar nicht auffällt. Also am Anfang muss man ein bisschen drücken und schießen, da kommt erstmal nichts raus, weil hier der Schlauch, der muss erstmal befüllt werden, bis es bis zum MG kommt. Aber dann merkt man nichts mehr vom Auto-Winden, das hört man nicht. Und wir hatten auch null Feeling-Probleme. Und dann haben wir die Airsoft selbst. Erster Eindruck, sieht mega gut aus, ist auf jeden Fall auf jedem Feld ein Hingucker, ist ziemlich massiv, aber dafür, wie massiv das Ganze ist, geht es eigentlich vom Gewicht, also hat einiges an Gewicht, aber es geht. Laut Website haben wir hier eine Energie von 0,5 Joule, eine Gesamtlänge von 925 mm und ein Gesamtgewicht von 4600 Gramm. Wenn wir das Boxmag noch dran packen und voll machen, da sind wir bei 5 Kilo. Ich gehe mal einen Tacken zurück, damit wir es ganz drauf bekommen. Also 925 mm ist schon ziemlich lang. So sieht das von hier aus. So das Ganze auch nochmal von hier. Hier der vordere Teil ein bisschen näher. Dann haben wir hier den Handguard. Hier haben wir den mittleren Teil ein bisschen näher. Und hier den hinteren Teil. Schauen wir uns mal das Material an. Wir haben vorne den Tipp, der ist aus Metall. Das hier unten, das ist aus Kunststoff. Hier oben das Frontside, das ist aus Metall. Der Outer Barrel ist aus Metall. Die Slinghalterung hier, die ist aus Metall. Wir haben hier den Bipod, dieses Zweibein, das ist aus Metall. Wir haben hier den Front Grip, der ist aus Kunststoff. Hier unten haben wir auch Kunststoff. Der Griff ist aus Metall und hier gummiert. Wir haben hier oben Kunststoff. Die Halterung für das Boxmag ist robust, das ist aus Metall. Trigger Guard ist aus Metall, Trigger ist aus Kunststoff. Hier der Griff, der ist aus Kunststoff. Hinten der Stock ist aus Kunststoff. Und dann haben wir hier noch einen Bügel für auf die Schulter drauf. Der ist aus Metall und hier unten Slinghalterung aus Metall. Als nächstes schauen wir uns die Markings an. Ich lese das mal vor, dann zeige ich es euch. Wir haben hier IWH Ares MG 005-0020. Das steht da. Wir haben hier Energie kleiner 0,5 Joule, No Retreat, Kaliber 6 mm BB. Das steht da. Hier haben wir noch US Machine Gun 7,62 mm, M60 E4 MK43, US Ordnance Inc. Nevada. Das steht da. Als nächstes schauen wir uns die Airsoft von vorne nach hinten an. Wir haben hier einen Tipp. Ich nehme den mal ab. Ist da eine Madenschraube? Keine Madenschraube. Kann man einfach abdrehen. Und ich merke hier schon beim Drehen, das ist ein 14 mm Clockwise, also CW. Typisch für Ares. Ich selbst habe auch eine Ares Amoeba AM008, glaube ich, heißt sie genau. Und da ist auch ein Positivgewinde dran, ein Plus, ein CW-Gewinde, 14 mm. Das bedeutet, ihr braucht da einen Adapter, um die handelsüblichen Schallis oder Tracer dran zu befestigen. Warum Ares da so eine
Extrawurst macht, das habe ich mich schon immer gefragt, aber wenn man so einen Adapter hat, ist das auch kein Problem. Dann haben wir hier das Frontside. Das sieht so aus. Und dann schauen wir uns auch gleich das Rearside an. Das kann man nämlich nach oben flippen. Und so sieht das Ganze von hier aus. So auch nochmal schräg von vorne. Ich zitter ein bisschen, weil es ist ziemlich schwer mit einer Hand zu halten hier. 4,6 Kilo. Ihr könnt das Ganze hier am Rearside auch in der Höhe verstellen. Einmal runter und einmal hoch. Haben wir auch beim Schusstest getestet. Aber wenn ihr damit schießt, ihr seht einfach einen Laserstrahl von BBs. Da braucht ihr eigentlich gar nicht hier drüber zu zielen. Ihr seht einfach über die BBs, wo ihr hinschießt. Als nächstes haben wir hier die Slinghalterung und wir hatten hinten auch noch eine Slinghalterung gesehen. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass das hier sehr praktisch ist, weil 4,6 Kilo oder 5 Kilo auf dem Spielfeld den ganzen Tag mitschleppen, das wird schon ziemlich schwer. Hier oben haben wir noch eine Carry Handle, aber wenn man das hier auf die Schulter legen kann, das hilft schon sehr. Wir haben beim Schusstest schon gemerkt, also diese 4,6 Kilo, die merkt man sehr schnell, wenn man da so eine Sling hat. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Dann haben wir hier den Front Grip. Der hat einen schönen Winkel. Dann kann man das Ganze sehr schön so halten. Dann haben wir hier noch ein sehr schönes Zweibein. Einmal runterziehen und vorklappen. Runterziehen und vorklappen. Und man kann das Ganze auch noch, ich zeige es euch mal, ihr könnt hier drauf drücken und dann könnt ihr es in der Höhe verstellen. So, ganz lang oder ein bisschen kürzer. Oder ganz kurz. Es sind drei Stufen. Und das Ganze ist hier flexibel. Bedeutet, wenn ihr es dann irgendwo abstellt und es ist uneben, dann könnt ihr das ausgleichen und ihr könnt hier auch ein bisschen drehen. Hier nochmal das Ganze ein bisschen näher. Ich versuche es mal hier so zu halten. So, zack. Und dann runter. Andere Seite auch. Dann nochmal hier ziehen und vor. Und hier könnt ihr auch nochmal in der Länge verstellen. Und hier haben wir so einen Fuß von dem Zweibein, seht ihr? So auch noch mal von einem anderen Winkel. Als nächstes haben wir hier einen sehr schönen großen Handguard. Das bedeutet, könnt das Ganze einmal so halten oder natürlich auch so. Dann kommen wir zur Carry Handle. Die ist, wie gesagt, aus Metall, schön robust und hier oben gummiert, damit es angenehmer zu greifen und zu tragen ist. Und hieran kann man es wirklich gut halten. Das heißt, entweder ihr lauft so rum oder so, oder ihr habt eine Sling drumrum, oder ihr macht so, oder wenn ihr es gerade nicht benutzt, dann tragt ihr es einfach so rum. Hier an der Seite haben wir eine Charging Handle, aber ich vermute, die hat keine Funktion. Ich glaube, die ist fest. Ich glaube, die hat keine Funktion. Ist aber auch gut, dass die fest ist, wenn sie keine Funktion hat, weil dann haben wir hier auch nichts, was die ganze Zeit klappert. Dann haben wir hier die Halterung für das Boxmag und hier kommt der Schlauch dran für das Boxmag. Wollen wir das mal dran machen? Wir machen es mal dran. Aber wenn ich es gerade hier so halte, hier haben wir zwei runde und hier haben wir zwei eckige und das gleiche finden wir auch am Boxmag. Da haben wir zwei runde und da zwei eckige. Hier nochmal ein rundes, was da unten dran kommt. Gucken wir mal, ob wir es dran kriegen. Da ist es jetzt eingerastet. Seht ihr das? Zwei eckige, zwei runde bzw. drei runde. So sieht das Ganze von hier aus. So von hier und so von oben. Da haben wir den Trigger Guard, den Trigger. Kein Akku drin, keine BBs drin. Drücken wir mal. Da haben wir ein schönes Klicken und es fühlt sich auch sehr cool an hier. Der Pistol Grip hat hier eine schöne Struktur. Da habt ihr auch guten Grip. Hier und auch auf der anderen Seite steht noch US Ordnance. Dann drehe ich das Ganze mal um und zeige euch den Fire Selector, den Feuerwahlhebel. Hoffentlich kann man es noch gut sehen. Da haben wir S, da haben wir F, da ist Fire und hier ist Safe und das Ganze ist Ambidex. Wir haben das gleiche auch auf der anderen Seite. So könnt ihr das beidseitig bedienen. Dann schauen wir hier hinten. Hier ist so ein kleiner Hebel. Na, upsala, hab ich mich ein bisschen erschreckt. Dann geht das Ganze hier auf. Und hier kann man die Dummy-Patronen einlegen. Ich mache das mal. Und hier auch den Akku einsetzen. Hier ist sehr viel Platz für einen Akku. Das gefällt mir sehr gut. Hier sehen wir auch schon die Kabel. Das ist leider nur Minitam.
kein Dienststecker, kein T-Plug. Wir hatten ja über das Odd Winding Boxmark gesprochen. Hier ist ein Kabel. Wo ist das denn? Das hier. Das könnt ihr hier unten durch ein Loch machen. Guck mal, ob ich das zeigen kann. Da. Und bis nach hier vorne führen. Und da ist die andere Seite vom Kabel. Da anstecken. Und jedes Mal, wenn ihr schießt, das geht alles über einen Akku. Da braucht ihr keinen separaten Akku. Jedes Mal, wenn ihr schießt, wird das hier aufgezogen. Und das Schöne ist, man merkt es nicht, man hört es nicht. Ich habe zum Beispiel ein Boxmark bzw. ein Drummark für meine M4 und da muss ich jedes Mal aufziehen, also draufdrücken, dann macht es sehr laut und dann kann ich schießen. Hier wird es aufgezogen, während man schießt. Das heißt, man hört es wirklich nicht. Dummy-Patronen habe ich jetzt hier dran gemacht. Die sind hier drinnen. Da seht ihr es noch. Und die sind einmal hier oben fest und die gehen dann hier rein. Das sieht ziemlich cool aus. Und da das Ganze 4,6 bzw. 5 Kilo wiegt, haben wir immer so kleine Helferlies wie hier oder da, die das Ganze so ein bisschen erleichtern. Und auch hier haben wir so einen kleinen Helferli, diesen Bügel. So kann man das Ganze dann auf der Schulter ablegen. So nochmal ein bisschen näher. Damit die Ares M60 jedes Mal diese 4000 BBs auch ohne Probleme übersteht, haben wir hier eine Reinforced Metal Gearbox drin, eine verstärkte Gearbox. Und bevor ich es vergesse, diesen Schlauch für die BB-Zufuhr, den müsst ihr natürlich hier noch festdrehen. Das Ganze hat natürlich auch ein Hop-Up. Das Hop-Up mussten wir ein bisschen suchen, aber wir haben es gefunden. Und zwar kann man das Hop-Up, wo war es, hier einstellen. Genau da. Es ist schön von oben, so ein TDC-Style. Wir haben uns die Airsoft angeschaut, aber was ist ein Airsoft-Review, wenn man nicht mal ein bisschen mit der Airsoft schießt? Falls ihr neu seid auf dem Kanal und noch kein Geonox-Patch habt, den Link zum Patch und zum T-Shirt packe ich euch unten in die Infobox. Cool. Das sieht geil aus. Haben wir Treffer auf jeden Fall? Kommen die hinten an? Ja, ja. 40 Meter. Ja. Ja, ja. Unterdrückungsfeuer. Und das Geile ist, das Winden, das funktioniert anscheinend. Es funktioniert. Man hört es auch gar nicht, ne? Nee, weil das Teil so laut ist. Nee, man hört kein Winden. Kennst du dieses, wenn du schießt? Was sagst du? Wenn du schießt. Und es weint dann die ganze Zeit. Was? Verrückt, ne? Geil. Ja, 40 Meter ist das Ding sensationell. Hast du? Wollen wir 50? Oh, 50? 50 Meter. Mit Hochhalten. Hochhalten, ja? Nice. Ja, ein paar Treffer hast du. Klar. Irgendwas triffst du schon. Irgendwas triffst du. Macht Spaß, oder? Und es hört nicht auf. Nein. Wie viel passt denn da rein? Wir haben eine ganze Flasche reingemacht. Ja, gut, so 30 Meter. Fazit zum M60, damit zu schießen, macht richtig Laune. Ihr müsst bedenken, wenn ihr euch sowas holt, dann wird euer BB-Verbrauch enorm steigen. Es gibt da draußen so M4-LMG-Verschnitte, die sind nicht auf allen Feldern zugelassen als LMG, aber hiermit habt ihr gar kein Problem. Hiermit dürft ihr auf jeden Fall Full Auto spielen, wenn LMGs und MGs Full Auto spielen dürfen. Was mir hier sehr gut gefällt, ist hier das Hop-Up. Es war gar kein Problem, das einzustellen. Einer hat geschossen und einer hat gedreht. Und irgendwann haben wir gesehen, dass dieser BB-Strahl einfach angehoben wurde und dann gerade war. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass wir hinten sehr viel Platz für den Akku haben. Hier kriegt ihr wirklich jeden Akku rein. Die kleinen Helferlies hier, Carry Handle und auch der Bügel hier hinten, die machen das Ganze wesentlich angenehmer. Aber am meisten positiv aufgefallen ist hier das Boxmag.
Da gab es wirklich keinerlei Probleme. Das Befestigen war easy. Wir hatten keine Feeding-Probleme und man hört auch gar nicht, dass es auto-windet. Das ist direkt hier mit dem Akku verbunden und auch hier mit dem Abzug. Jedes Mal, wenn man drückt, wird hier nachgewindet und man merkt es gar nicht. Was ich hier ein bisschen vermisse, ist ETU und MOSFET. ETU muss nicht unbedingt, aber MOSFET bei 4000 Schuss pro Boxmag-Ladung. Da ist natürlich einiges an Verschleiß. Aber ich denke, die, die sich technisch ein bisschen auskennen, die werden hier sehr wahrscheinlich ein MOSFET nachrüsten. Und was man natürlich bedenken muss, wenn man sich hier die M60 holt, das sind vollgepackt 5 Kilo. Und 5 Kilo jetzt einfach so hier für so ein Review oder zum Testschießen ist okay. Aber den ganzen Tag 5 Kilo, das muss man natürlich vorher wissen. Aber wenn man sein Team unterstützen möchte, hier mit der M60, da werdet ihr auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich hoffe, diese Videos helfen euch beim Airsoft-Einstieg und bei der Suche nach einer passenden AEG. Ich packe jetzt die ganzen Sachen weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.